Mit der PRT-Spritze kann man wirksam den Teufelskreislauf zwischen Nervenschwellung und Schmerz durchbrechen. Bei einem Bandscheibenvorfall sind die Symptome, die der Patient hat, ganz häufig beginnende Rücken- oder Nackenschmerzen, die dann in den Arm oder auch ins Bein ausstrahlen. Das ist abhängig davon, welche Nervenwurzel gereizt wird und dementsprechend dann auch bestimmte Symptomatiken macht, teilweise auch bis hin zu Lähmungen von bestimmten Muskeln. Als allererstes gibt es natürlich eine körperliche Untersuchung und was dann ganz häufig folgen sollte, wäre eine weiterführende Diagnostik mit zum Beispiel einem MRT. Bei der Behandlung eines Bandscheibenvorfalls würde ich, solange es keine schwerwiegenden neurologischen Ausfälle gibt, versuchen, es konservativ zu behandeln, also mit einer Kombination aus einer Schmerztherapie mittels Tabletten zusammen mit Physiotherapie. Falls das nicht funktioniert, kann man das immer noch mit einer sogenannten PRT-Spritze machen, also einer periradikulären Therapie. Hierbei wird gezielt mittels CT-Kontrolle beispielsweise eine Injektion an den Nerv direkt gesetzt mit einem Gemisch aus einem Schmerzmittel und Cortison, um den Nerv abschwellen zu lassen und damit die Schmerzen zu reduzieren.